Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Yeah. Möchtest du den Abenteuer speichern? Natürlich will ich das. Bitte nicht das System ausschalten oder die DS-Karte entfernen. Hatte ich nicht vor. Wie lange speicherst du denn? Ah, Spielstand erfolgreich gespeichert. Nice. Kapitel 2. Die neuen Gildenrekruten. Cool. Hier ist die Knuddelhoff-Gilde. Wer ein Erkundungsteam bilden will, muss das Team hier registrieren lassen. Danach muss man trainieren, bis man zu dem erstklassigen erstklassigen Erkundungsteam geworden ist. Meine Güte. Oh je, mein Deutsch ist wieder kacke. Irgendwas an diesem Ort ist komisch, findest du nicht? Nein, nein. Diesmal nicht, Doki. Doki ist bei mir. Ich darf nicht feige sein. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wer ist ein Fußabdruck? Wer ist ein Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Riolu. Der Fußabdruck ist von Riolu. Ah. Nein, nein, ich muss mich zusammenreißen. Du darfst eintreten. Du hast jemanden mitgebracht. Der Fremde soll seinen Fußabdruck zeigen. Los. Okay. Hey, was? Muss ich machen? Du bist wahrscheinlich gemeint, Doki. Oh. Ah. Du sollst deinen Fußabdruck zeigen. Oh, da ist ein Gitter über dem Loch. Man kann offensichtlich nicht durchfallen. Aber trotzdem sehr seltsam. Es sieht aus, als würde es einen am Fuß kitzeln oder... Hey, du Fremder! Stell dich auf das Gitter! Okay. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt! Wer ist ein Fußabdruck? Wer ist ein Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von... Der Fußabdruck ist von... Was ist los? Wache! Wache! Was ist los, Wachpostendiktor? Der Fußabdruck ist... Vielleicht ist der von Chilast. Vielleicht ist der von Chilast. Was? Vielleicht? Ha, aber so einen Fußabdruck sieht man hier nicht, für gewöhnlich nicht. Ach, faule Ausrede. Diese Fußabdrücke von Besuchern zu bestimmen. Das ist doch dein Job, Diktor, oder nicht? Ja, aber wenn ich einen Fußabdruck nicht erkenne, kenne ich ihn nicht. Ja gut, was? Streiten die etwa? Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, es stimmt schon. Man sieht hier nicht, in dieser Gegend keinen Chilast. Aber du scheinst nicht böse zu sein. Okay, das reicht. Eintreten. Okay. Oh Mann. Ich bin ganz nervös und hibbelig. Aber ich bin froh, dass wir endlich hinein dürfen. Mein Herz klopft bis zum Hals. Okay, gehen wir rein. Okay, machen wir. Okay. Da ist eine Luke, die nach unten führt. Ja, reingehen. Wow. Das ist also die Knuddelhoff-Gilde. So viele Pokémon, ob sie wohl alle zu Erkundungsteams gehören? Verzeihung. Wer hat das gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ah, Plaudergei. Ah, Plaudergei. Ihr seid gerade erst reingekommen, ja? Genau. Ich heiße Plaudergei. Ich habe hier das Sagen. Ich bin die rechte Hand von Gildemeister Knuddelhoff. Und nun, Kusch, verlasst unsere Gilde. Wir haben keine Zeit für Vertreter und alberne Umfragen. Wenn ich bitten darf. Nein, nein, das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen ein Erkundungsteam gründen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen als Erkundungsteam trainiert werden. Was? Als Erkundungsteam? Es kommt selten vor, dass Jungspunde wie ihr sich bei der Gilde bewerben. Kein Wunder, man bedenkt, wie hart das Training ist. Der nicht enden wollende Strom von Pokémon, die wegen des harten Trainings davonlaufen, ist der Beweis. Verzeihung, aber ist das Training für Erkundungsteams so anstrengend? Was? Nein, nun ja, nein. Nein, 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 nein. Nicht im geringsten. Unser Trainingsprogramm für Erkundungsteams könnte nicht leichter sein. Tja, tja. Ich wünschte, ihr hättet gleich gesagt, dass ihr ein Erkundungsteam gründen wollt. okay. Er hatte einen sehr plötzlichen Sinneswandel, nicht wahr? Okay, lasst uns sofort einschreiben. Folgt mir.
Ich kann diese Stimme nicht die ganze Zeit nachmachen. Was ist denn damit? Oh, stimmt etwas nicht. Kommt hierher. Beeilt euch bitte. Okay. Dies ist die untere Gildenebene 2. Hier arbeiten die Lehrlinge meiste Zeit. Zur Anmeldung hier entlang, kommt bitte mit mir. Mit, ja. Wow. Wow, da, wir sind im zweiten Untergeschoss, man kann trotzdem nach draußen sehen. Oh, bitte Ruhe jetzt. Die Gilde ist an der Seite einer Klippe gebaut. Selbstverständlich kann man nach draußen sehen. Oh. Nun, stehen wir vor der Kammer des Gildenmeister Klodelow. Seid auf keinen Fall, ich wiederhole, auf keinen Fall dem Gildenmeister gegenüber respektlos. Gildenmeister, hier ist Plaudergei, ich komm rein. Okay, was ist denn mit ihm? Gildenmeister, ich bringe 2 Pokémon, die Lehrlinge in unsere Gilde werden möchte mit. Okay. Gildenmeister, Gildenmeister. Hallöchen, ich bin Knulluff. Ich bin der Meister der Gilde. Ihr wollt ein Erkundungsteam gründen? Na dann, auf geht's. Als erstes müsst ihr den Namen eures Erkundungsteams registrieren. Der Name des Teams lautet... Oh, der Name unseres Teams? Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Welchen Namen willst du gut finden, Doggy? Pokepakt. Nicht Pokepakter. Nein, nicht Pokepakter. Oh, Gottchen. Pokepakt? Team Pokepakt. Ja, das ist ein guter Name. Er passt zu uns. Dann hätten wir das. Ich registriere euch, euer Team unter dem Namen Pokepakt. Registriere, registriere. Alles registriert. Luffy. Ja, übrigens, warum ich dir männlich spreche, ich mein, Riolu hat gesagt, das ist, Knulluff ist ein R. Ich war auch verwirrt, aber okay. Glückwunsch, aber heute seid ihr ein offizielles Erkundungsteam. Zu diesem Anlass überreiche ich euch dies hier. Okay. Knuddeluff überreicht ein Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Geil. Ein Pokémon-Erkundungsteam-Kit? Yep, jedes Erkundungsteam braucht eins. Schnell, macht es auf! Dragon öffnet das Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Oh. Darin sind ein Erkunderorden, eine Wunderkarte und ein Schatzbeutel. Hey, da sind ja lauter coole Items drin. Das ist euer Kunderorden. Er ist das offizielle Erkennungszeichen eures Teams. Und diese Wunderkarte ist einfach wunderbar praktisch. Dann ist da noch der Schatzbeutel. Darin bewahrt ihr auf, was ihr in Dungeons findet. Wenn ihr als Erkundungsteam Erfolg habt, könnt ihr das Fassungsvermögen eures Schatzbeutels vergrößern. Es ist einfach ein wundervoller Beutel. Werft doch mal einen Blick in euren Schatzbeutel. Ja, okay. Dragon wirft einen Blick in den Schatzbeutel. Darin ist das Item Spezialband, ein Kobaltband. Das sind 2 besondere Items. Sie werden euch auf euren Abenteuern sicher von Nutzen sein. Danke, wir werden unser Bestes geben. Yep, aber im Moment seid ihr nur Lehrlinge, gebt euer Bestes und trainiert. Das werden wir. Lass uns immer das unser Bestes geben, Doki. Natürlich werden wir das. Yeah, wow. Das ist euer Raum. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich Plaudergeil gesprochen habe. Geil. Super, wir bekommen unsere, wir bekommen Betten. Hier werdet ihr so wohnen, solange ihr für uns arbeitet. Ab morgen werdet ihr alle Hände voll zu tun haben. Steht früh auf und fangt an, nach unserem strengen Kodex zu leben. Bleibt nicht lange auf, geht heute früh ins Bett. Das ist alles. Kaka! Bestimmt weg, Plaudergeil auch immer alle. Morgens so. So in dem Sinne. Oh, bist du noch wach, Doki? Ich hatte die ganze Zeit Herzrasen. Aber ich bin froh, dass ich mich endlich hergetraut habe. Ich habe mir Gnundelo voll gruselig vorgestellt, aber er scheint sehr freundlich zu sein. Seht ihr das schon wieder eher? Am Morgen kommt so einiges auf uns zu, aber ich habe kaum Angst. Im Gegenteil, ich bin so total gespannt auf neue Abenteuer. Langsam werde ich müde. Geben wir morgen unser Allerbestes. Okay, Doki, gute Nacht. Schlaf gut. Auf einmal bin ich Lehrling in der Gilde. Ich muss zugeben, dass es ziemlich aufregend ist, in einem Erkundungsteam zu sein. Und ich habe viel Spaß mit Dragon.
Aber noch wichtiger ist, wer bin ich? Wie bin ich zu einem Pokémon geworden? Wieso lag ich bewusstlos am Strand? Ich bin auch müde. Tja, es bringt jetzt nichts, darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich fürs Erste besser auf die Arbeit in der Gilde. Wenn ich das tue, sollte ich alles irgendwann aufklären. Mit der Zeit komme ich dem Ding sicher auf den Grund. Ja, ich möchte speichern. Ich will meinen Kaffee aber auch trinken. Moment, ich habe sicherlich noch Kaffee irgendwo. Ja, hoffentlich ist da noch Kaffee drin. Ich glaube schon. Natürlich ist da noch Kaffee drin. Zwar nicht mehr viel, aber Kaffee. Ein Tipp für Erkundungsteams. Du kannst dein Spiel schon ab jetzt speichern, indem du dich in deinem Bett zu deinem Bett begibst, okay? Willst du dein Spiel schon speichern? Geh einfach zu deinem Bett. Ja, okay. Okay, ich glaube, jetzt ist kein Kaffee mehr drin. Am nächsten Morgen. Hey, hey! Raus aus den Federn! Mir brummt der Schädel. Oh, was für eine lächerlich laute Stimme. Und mir ist fast das Trommelfell geplatzt. Oh, verdammt, ich hätte... Okay. Wieso seid ihr immer noch im Bett? Wacht auf! Meine Armohren. Na los, raus aus der Falle! Ich bin Kakelo, ich bin auch ein Lehrling. Wenn ihr zu spät zur morgendlichen Einweisung kommt, werdet ihr was bereuen. Also los! Unser Guildmeister Knurloff ist sehr temperamentvoll. Wenn ihr ihn reizt. Oh Mann, das wäre vielleicht eine gruselige Szene. Schon bei der Vorstellung kriege ich Gänsehaut. Au, Backe! Aber wie auch immer! Ich werde mir keinen Ärger einhandeln, weil die Neulinge zu spät kommt. Also kommt in die Gänge! Oh Gott. Hals, du weh. Meine Ohren klingen immer noch. Von was hat er geredet? Irgendwas wird aufstehen. Oh fuck, ja. Oh, wir haben uns ja bei der Knurloff-Gilde als Lengeleinge eingeschrieben. Aber das heißt ja, dass mein Hals mega weh tut. Wir haben verschlafen, Loki. Oh fuck, nein, beeilen. Oh, mein Hals. Scheiße. Ihr habt euch verspätet, Neulinge. Kusch, du hast eine geradezu lächerliche laute Stimme. Ja. Das scheint anwesend zu sein. Sehr gut, kommen wir zur morgendlichen Ansprache. Guildmeister, die Gilde ist komplett anwesend. Oh, mein Auge tränt. Vielen Dank, Guildmeister. Wende dich bitte an die Gildcrew. Der Guildmeister Knurloff überrascht mich immer wieder. Ja, allerdings. Ja, er wirkt hellwach. Ja, seine Augen sind offen, aber er schläft nicht voll fest. Guildmeister, wir haben, wir... Alle schätzen deine weißen Worte. Okay, Pokémon, nehmt euch den Guildmeister weißen Worte zu Herzen. Und nun, vergesst nicht auf den, vergesst nicht den morgendlichen Jubelruf. Alle zusammen. Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei. Erstens, nicht den Plagen entsagen. Zweitens, willst du greifen, müssen wir dich schleifen. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Gut, Pokémon, an die Arbeit. Jura! Oh Gott, ey. Mein Hals ist echt am Arsch. Okay. Ja, was? Hey, ihr habt ihr nicht einfach rumzuspazieren? Komm mal mit, ihr zwei. Ich wollte gerade nach oben gehen. Ah. Okay. Ihr seid Anfänger. Wir geben euch am Anfang einen Auftrag. Dies ist das Job-Infobrett. Pokémon aus unterschiedlichen Regionen hängen hier Jobangebote aus. Ihr wisst, dass zur Zeit immer mehr bösartige Pokémon auftauchen, nicht wahr? Ja. Ja, weil der Fluss der Zeit durcheinander gerät, entsteht Chaos, richtig? Und warum tauchen so viele positive Pokémon auf? Na, der Fluss der Zeit gerät durcheinander. Zeit, ja, also Stunden und Minuten. Soll das heißen, hier ist etwas mit der Zeit schiefgegangen? Deswegen gibt es immer mehr bösartige Pokémon? Was geht hier nur vor? Genau, weil die Zeit aus dem Gleichgewicht gerät, geht es eine Flut von bösartigen Pokémon. Vielleicht liegt es daran.
Wir haben einen Anstieg bei den angebotenen Jobs bemerkt. Angebotenen, so, meine Güte. Und dann ist da noch etwas, man weiß nicht, ob es auch mit der Zeit zu tun hat. Es gibt eine regelrechte Flut von Mystery Dungeons. Mystery Dungeons? Also, Doki, erinnerst du dich an gestern, als wir mein Reliqufragment zurückgeholt haben? Der Ort, an dem wir uns gefunden haben, war ein Mystery Dungeon. Ein Mystery Dungeon ändert sich jedes Mal, wenn man ihn betritt. Jedes Mal sieht er anders aus und enthält andere Items. Gehst du in einem Dungeon K.O., verlierst du die Hälfte deines Geldes. Du kannst sogar die Hälfte deiner Items oder mehr verlieren. Du wirst aus dem Dungeon geworfen. Dieser Ort ist... Und du wirst aus dem Dungeon geworfen. Diese Orte sind sehr seltsam. Aber jedes Mal, wenn du einen betrittst, gibt es neue Dinge zu entdecken. Sie eignen sich hervorragend zum Erkunden. Tja, und du bist ganz schön gut informiert, nicht wahr? Das erleichtert mir die Erklärung um einiges. Alle Jobs finden in Mystery Dungeon statt. Also, lasst uns einen Job für euch suchen. Ach ja, vielleicht dieser. Oh wirklich, lass uns lesen. Hallo, mein Name ist Spoink. Ein Ganove mit meiner wertvollsten Besitz abgehauen. Mit meiner kostbaren Perle. Diese Perle bedeutet mir so viel wie mein Leben. Ich kann mich einfach nicht beruhigen, solange diese Perle nicht auf meinem Kopf ist, da wo sie hingehört. Doch ich habe gehört, dass meine Perle gesehen wurde. Sie soll sich auf einer felsigen Klippe befinden und diese Klippe soll sehr gefährlich sein. An meinen so furchtbaren, furchterregenden Ort könnte ich niemals gehen. Oh, lieber Leser, werdet ihr so freundlich, zu dieser Klippe zu gehen und meine Perle zurückzuholen? Ich flehe um eure Hilfe, Erkundungsteams von Spoink. Moment mal. Wir holen ein Item zurück, das jemand verloren hat? Ich würde lieber etwas Abenteuerlicheres tun. Ich würde lieber Schätze suchen oder unbekannte Orte erkunden, solche Sachen. Kusch! Oh Mann. Es ist wichtig, dass ihr neue Dinge eure Pflicht tut. Jetzt passt auf! Ich wiederhole meine Warnung, damit ihr sie behaltet. Ihr werdet aus einem Dungeon geworfen und zurückgeschickt, wenn einer von euch besiegt wird. Ihr verliert die Hälfte eures Geldes und ihr riskiert die Hälfte oder sogar mehr von euren Items. Es geht also acht. Habt ihr alles verstanden? Dann schlage ich vor, ihr nehmt den Job in Angriff. Oh Gott.